Vielen Dank, Uschi Gündner. Du bleibst für uns vor Ort, wirst weiterhin recherchieren. Und wir haben heute einen Interviewgast nach dem nächsten bei uns. Es ist einfach ein Fall, der das ganze Land schockiert. Jetzt bei uns Buchautor und Hundetrainer Bernhard Kainz. Vielen Dank fürs Kommen. Wie erklären Sie sich diesen Zwischenfall? Was haben Sie für Mutmaßungen, was da passiert ist? Vorweg hätte ich gerne mal mein Beileid den Angehörigen, was wirklich ein tragischer Fall ist und leider trauriger Anlass für meine Einladung. Was passiert sein könnte? Generell muss man mal vorweg sagen, dass der Hund ja artgerechterweise dem Menschen freundlich gesinnt ist, wenn er auf die Welt kommt. Also ein Welpe kommt auf die Welt, der will einmal keinen beißen. Jetzt kommt es an, die Rahmenbedingungen verformen das Tier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt da gewisse Trainingsmethoden einsetze, jetzt sage ich einmal mit Futter, dass ich den Hund das Futter arbeiten lasse, mit Futter konditioniere, erhöhe ich den Stellenwert, die Nahrungskompetenz des Hundes. Und das könnte jetzt bei so einem Fall zum Beispiel der Auslöser sein für einen Angriff. Aber wenn jetzt der jetzt dort mit zum Füttern reingeht, nur Beispiel, und jetzt da sieht der Hund das Futter und er weiß, er arbeitet sich das Futter und er will jetzt der Erste sein und jetzt geht vielleicht der Welpe zuerst hin. Jetzt will der Soldat vielleicht den Welpen wegschirmen. Jetzt sagt der ältere Hund, aber es ist mein Futter, dann geht er auf den Soldaten los, weil er die Nahrungskompetenz hat. Und Nahrungskompetenz kriegt er, wenn er sich das Futter erarbeiten muss. Also diese falschen, nicht artgerechten Trainingsmethoden erhöhen die ruhltechnische Position des Hundes. Und die höhere Kompetenz, ruhltechnische Position, gibt dem Hund mehr Zuständigkeit und jetzt muss er handeln. Das ist der Fehler. Früher hat man Hunde halt so behandelt, man hat gesagt, da ist der Hund, wenn Futter überbleibt, schmeiß ihm's hin, gratis, für nichts. Und der Hund war friedlich. Heute muss er sitzen fürs Futter, was machen, sich das erarbeiten. Er erarbeitet sich das Futter, er verwaltet quasi die Ressource. Beim Menschen würde man sagen, wer das Geld hat, hat das Sagen. Und wer das Futter verwaltet, hat jetzt in dem Bereich eine hohe Kompetenz. Da geht es um territoriale Zuständigkeit, da geht es um Schutzsicherheit, da geht es um Jagdverhalten. Nicht? Eine falsche Trainingsmethode zum Beispiel, man verstreut Leckerli in der Wiese und sagt, fein, 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 wenn der Hund es findet, wenn man ihn beschäftigen will. Ja. Und dann, wenn man jetzt spazieren geht und es springt der Hase auf, er hupfert das Leckerli, jetzt wäre er nicht fein, wenn er das auch schnappen will. Er wird aber immer gelobt, wenn er sich das Futter erarbeitet. Also man erhöht immer die Kompetenz, den Stellenwert des Hundes. Und das führt dann zum Angriff. Man muss das trainieren. Man muss sagen, du bist ein Diensthund, ich konditioniere da, aber ich muss wissen, was bewirkt das rolltechnisch. Und ich muss das wirklich trennen, im Kopf und im System. Und wenn man weiß, wie Hunde funktionieren und ticken, dann kann sowas nicht passieren. Aber es wird halt immer nur dieses Training gelehrt. Und das macht einen Hund nicht sicherer. Ja. Wenn man bedenke, man konditioniert einen Löwen in Zoo, oder im Zirkus oder was auch immer, der springt durch den Ring, durch den Feuerring, macht Sitz, macht Männchen. Der Löwe macht alles, aber geht jetzt rein zu ihm in den Käfig. Er ist ja kein sicherer, er ist ja kein ungefährliches Raubtier jetzt. Er kann alles, er kann 1000 Kunststücke und ist brandgefährliches Raubtier. Und genauso ist mein Hund. Der Hund ist ein triebgesteuertes Laufraubtier. Er arbeitet sich das Futter, er kriegt noch mehr Zuständigkeit und schlägt noch mehr zu. Also je mehr jetzt konditioniert und die Kompetenz erhöht, umso gefährlicher unter Anführungszeichen wird der Hund. Aha. Es sind diese ganzen Beißvorfälle der letzten Monate und Jahre immer zum Großteil konditionierte Hunde, Polizeidiensthundeführer tötet sein eigenes Kind, ein Security-ausgebildeter Hund tötet 17 Monate altes Kind, zwei geprüfte Großeltern, Hundeführer greifen das vierjährige Kind jetzt vor 2-3 Wochen, geprüfte, ausgezeichnete Hundeführer. Also immer Leute mit Sachkunde, mit Training und Konditionierung und das ist das Problem. Aha. Früher gehört einmal, Hund zwickt Kind am Bauernhof, ja warum? Der hat zum Schwanz zart oder segiert. Oder hat dem Hund was weggenommen. Und dann ist das Kind zwickt worden, aber nicht gleich getötet. Also das Zuschlagen wird immer heftiger, weil der Hund immer mehr Stellenwert und Kompetenzen kriegt. Gut gemeint, man sagt, er muss sitzen, ich habe Sitz gesagt. Aber der Hund folgt nicht den Menschen, er folgt der Konditionierung, dem Kommando Sitz, dem Reizreaktionsmuster. Ich bin nur der Mensch, der den Reiz schmeißt. Ich sage, sitzt, der Hund sitzt, aber nicht für mich. Und das ist das Problem. Die Hunde sollten wieder dem Menschen folgen. Und ursprünglich hat sich der Mensch an uns, der Hund an uns angeschlossen und Freund des Menschen, weil bei uns gratis Futter abfällt. Das ist der fatale Fehler der letzten 30 Jahre. Entwickelt sich das in die komplett falsche Richtung. Und wir glauben, das ist eine positive, angenehme Hundeausbildung. In Wirklichkeit erzeugt man ein Zwangsverhalten. Die Hunde sind futtersüchtig. Das sind Junkies. Nicht? Oder mit dem Futter treiben. Die wollen nur Futter, 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 Futter. Ihm gehört das Futter. Er hat kein Futter, er ist ein hoher Stellenwert. Er, dann hat er anderes Futter oder der kommt vielleicht rein zur Fütterung, der Soldat. Der hat das Futter in der Hand, der Welpe geht hin und der stößt weg. Der Soldat hat gar keine Rechte, aber der Hund hat ja die Nahrungskompetenz, geht auf den los und das kann sich so aufschaukeln. Das ist jetzt von mir nur eine These in diesem Fall, weil die genauen Hintergründe wir nicht kennen und ich auch noch nicht.
Aber das heißt, Sie sagen, dass der Hund in so einem Fall möglicherweise den Hundeführer oder auch den Ersatzhundeführer, wie es in diesem Fall war, nicht als das Alpha-Tier anerkannt hat, sondern absolut ihn lediglich als Futterquelle sieht. Nein, nicht einmal als Futterquelle, wenn er als Futterquelle sieht, als Futterkonkurrent, wann schon überhaupt, ne? Und vielleicht auch sozial wenig kompetent. Wenn der vielleicht einen Welpen wegstellt, dann sagt der andere Hund, du hast das nicht zu machen. Oder wenn der das Futter, wenn der vielleicht da lang umspült und umscheißelt oder bis er es hinstellt, der sagt, geh weg. Der Hund sagt, aber hey, ist mein Futter. Ich verwalte Futter. Wenn er nicht zu viel den Hund kritisiert, lässt sich der Hund das nicht sagen und greift natürlich dann die Person an. Ja. Er sieht ihm garantiert nicht jetzt das Kompetenz. Er würde nie, es geht nie ein Rang niedriger von Rudel hin und sagt zum Leitwolf oder zu einer Kompetenz und sagt, ich beiß jetzt da. Weil es gibt jetzt kein Leitwolf, das Rudel funktioniert kompetenzbezogen. Da gibt es keine Hierarchien, sondern Zuständigkeiten. In meinem Buch erkläre ich das gut, Projekt Rudelführer führen ohne Dominanz und Leckerli, wie es Rudel funktioniert. Da gibt es keine Gewalt und es gibt aber kein Futterstopfen. Und interessanterweise, es gibt auch kein Lob. Nicht? Keine Wolfsmutter sagt zu ihren Welpen, die kritisiert und die sagt dann nicht, wenn der Welpe das lässt, ja fein hast du das gemacht. Der Hund kann das gar nicht zuordnen. Man muss bedenken, in Hund seiner Welt existiert kein Lob. Folgedessen kann der Hund ein Lob an richtigen Verhalten nicht zuordnen. Aber es wird so trainiert und so gearbeitet. Der Hund macht was, brav, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach. Wir sagen dann, ja, fein gemacht. Was soll sich der Hund jetzt denken? Aha, weil ich das gemacht habe, war ich brav, das habe ich richtig gemacht, das Verhalten. Das kann er ja gar nicht. Es gibt ja kein Lob in seiner Welt. Keine Wolfsmutter lobt ihren Welpen, kein Erziehungsberechtigter im Rudel lobt den, wenn er kritisiert. Wir machen das. Wir gehen beim Zaun vorbei, der Hund bellt nicht, dann sagen wir, oder anderer Hund bellt raus, unserer bellt nicht zurück, dann sagen wir zu unserem Hund, ja, fein hast du das gemacht. Wir denken, war er nicht zurückgebellt hat, der Hund kennt das. Und der Hund sagt, was willst du von mir, was meinst du, hätte ich vielleicht bellen sollen? Kennst du das? Das sind alles diese falschen Ansätze, die verwirren den Hund. Der Mensch wird unberechenbar für den Hund. Und die Menschen sind halt so nicht berechenbare, unberechenbare Energien, weil sie mit unberechenbaren Energien und Methoden arbeiten. Und Sie sagen, der Hund wird dadurch auch gefährlicher? Der Hund fängt einerseits an, dadurch einmal den Menschen nicht ernst zu nehmen, weil der Mensch unberechenbar ist. Der Mensch hat Zorn, Ärger, das gibt es in der Tierwelt nicht. Der Mensch hat Mitleid, du armer Hund, das kennt er auch nicht. Der Hund denkt sich, was willst du von mir? Der Mensch wird durch Lob jetzt da, das kann er nicht zuordnen. Der Mensch wird halt unberechenbar schwach oder mit den Augen schauen. Es wird oft trainiert, dieser Blickkontakt. In einem Rudel schauen nur die Welpen oder die Erzieher schauen. Und wir trainieren jetzt zum Beispiel, man muss Blickkontakt üben. Jetzt schaut aber nur der Welpe in den Rudel. Das heißt, wir machen sie hilflos. Wenn wir einen Hund anschauen, passiert Folgendes. Wenn wir einen Hund zum Beispiel direkt in die Augen schauen, wie Trainingsmethoden sind, fängt der Hund an, Oxytocin zu produzieren. Das Fürsorglichkeitshormon, was Mütter beim Stillen ausschütten und so weiter. Jetzt fängt der Hund an, mich zu befürsorgen. Ich schaue wieder zurück, weil er lieb ist. Er produziert noch mehr Oxytocin, muss mich noch mehr behüten. Und er hat schon wieder einen Grund, den Menschen zu behüten und einen anderen wegzubeißen. Und es wird ein zwanghaftes Behütungsverhältnis. Das ist nicht, ich orientiere mich nach dem Menschen, sondern ich behüte ihn. Und da gibt es Studien, die besagen, das muss man sich jetzt einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn du eine Hündin, einer nicht kastrierten, viel in die Augen schaust, durch das zwanghafte Behütungsverhältnis, was du da auslöst, die Oxytocinproduktion, führt es mitunter so weit bis zur Scheinträchtigkeit. Das musst du dir mal vorstellen. Du kannst deinen Hund so viel in die Augen schauen, dass der scheinträchtig wird. Also das sind alles Sachen. Und das lehren wir in die Schulen. Aber was heißt denn führen ohne Dominanz genau? Führen ohne Dominanz heißt, wie das Rudel funktioniert, artgerecht, naturnah, kompetenzbezogen. Ganz einfach gesagt, wer die Kompetenzen hat in gewissen Bereichen, dem folgt der Hund. Wenn ich zum Beispiel die Nahrungskompetenz habe, oder man sagt so, jetzt der Hund vertreibt oder tötet Katze. Katze ist von Natur aus ein Nahrungskonkurrent für den Hund, ein Beutekonkurrent. Wenn ich zum Beispiel da einen Kaffee habe, und sie greifen zu meinem Kaffee her, das ist meine Beute. Ich habe die Nahrungsverwaltung, ich habe die Kaffeeverwaltung. Sie greifen her, sie sind die Katze. Sage ich, Finger weg, mein Kaffee. Wenn sie aber zu seinem Kaffee, der mir nichts angeht, zu seiner Nahrung, weil er den verwaltet, hingreifen, sind mir sie wurscht, das Katze. Ja, das bedeutet im Umkehrschluss, gebe ich dem Hund die Nahrungskompetenz, weil er ihn regelmäßig füttert, weil er fürs Leckerli sitzen muss, weil er sich das Futter erarbeitet durchs Futtersuchspielchen, gebe ihm die Nahrungskompetenz, erst dann wird die Katze zum Nahrungskonkurrent, zum Beutekonkurrent und dann sieht er Katze und dann muss er es vertreiben oder zuschlagen. Ansonsten ist es wahr, wenn ich der Nahrungsverwalter bin, so wie mein Rocky da war zum Beispiel, das ist auch ein Malinois-Mischling. Der hat auch Katzen getötet, Hunde getötet, er war komplett verkorkst, er kann nichts dafür, er hat 6 Plätze und unzählige Trainer. Er war schon wirklich beim Einschläfern. Jetzt
gehe ich hin, da können Kotzen sein, unzählige, das ist ihm egal, heute lässt er sich von Hunden beißen. Ja, aber durch die richtigen Rahmenbedingungen, ich habe nichts trainiert. Ich habe das aufgelöst bei der Ursache. Durch die richtigen Rahmenbedingungen entwertet ein Hund rultechnisch, ihm geht die Katze nichts an. Der sieht der Katze, der schaut im Augenwinkel, was mache ich? Ich mache nichts, weil ich bin die höhere Kompetenz, so geht es ihm auch nichts an. Es wird immer die Kompetenz in Zeitnummer zuschlagen. Der Rocky wäre im Rull zum Beispiel den einen Satz noch schnell, wäre im Rull Vollstrecker, der sich auf die Büffelkur haut bei der Jagdgemeinschaft. Und wenn zum Beispiel er jetzt entscheiden würde unter Wölfe oder unter Hunde, nein, der Zeitpunkt passt nicht, ich schmeiß mich nicht auf die Büffelkur, dann wird kein anderer in Rull sagen, dann mag's ich. Das heißt, immer die Kompetenz entscheidet. Und wir geben durch falsches Training und Konditionieren den Hund Kompetenzen. Er verwaltet Nahrung, er verwaltet mitunter Soziales, wollen wir immer begrüßen, verwöhnen und immer reagieren auf den Hund. Und dann wollen wir gerade beim Besucher, dass der Hund uns folgt. Ja, immer wenn der Hund kommt, reagieren wir jetzt sozial, wer das jetzt wieder, sag ja, brav bist, fein bist. Immer reagieren wir, 100 Mal von 100 Mal, dann kommt ein fremder Besucher, jetzt geht es um das, wer begrüßt, denn jetzt wird der Hund nicht sagen, begrüßt du denn, du sozialer Wurschtel, der immer noch meiner Pfeife tanzt. Also rennt er als erstes hin und begrüßt. So, das sind die Fehler. Ja. Interessante Ansätze von Ihnen, Bernhard Kainz. Vielen Dank fürs Kommen. Ganz interessante Themen waren das heute jetzt bei uns. Aber nach wie vor ist unsere Reporterin Uschi Gündner vor Ort. Wir wollen jetzt noch mal zu ihr schauen. Liebe Uschi, hast du vor Ort Neues herausfinden können zu diesem schrecklichen Fall?